الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، alles so gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, denn auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet und du wirst niemanden finden können, der ihn in die Irre leitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist wirklich irre geleitet und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Liebe Geschwister, das wahrhaftigste Wort ist das Wort Allahs. Und die beste Rechtleitung ist die von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen und jede Neuerung ist eine Erfindung und jede Erfindung ist ein Irrtum. Meine lieben Brüder und Schwestern, wenn man im Koran al-Karim liest, gibt es Ayat, die man sicherlich falsch verstehen kann, wenn man sie aus dem Textzusammenhang reißt. Manche Leute zum Beispiel sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat die einen Menschen recht geleitet und die anderen Menschen nicht recht geleitet. Was können also diejenigen dafür, die nicht recht geleitet sind? Und andere sagen, wenn man sie zum Guten auffordert, Allah subhanahu wa ta'ala hat mir noch nicht den Iman gegeben, damit ich es umsetzen kann. Allah subhanahu wa ta'ala hat mir noch nicht die Geduld und die Hidayah, die Rechtleitung gegeben, dass ich diese gute Tat umsetzen kann. Das heißt, sie rechtfertigen ihre Taten, bei denen sie zu kurz getreten sind, oder wie bei den Ungläubigen ihren Kufr. Sie rechtfertigen dies mit der göttlichen Vorherbestimmung. Und sie behaupten, dass diese Vorherbestimmung sie zu dem Zustand gebracht hat, in dem sie sich befinden, und dass sie deswegen keine Rechenschaft dafür ablegen müssten. Und sie nehmen manche Ayat und verstehen sie falsch, wie zum Beispiel die folgende auf Deutsch übersetzt: Derjenige, der von Allah recht geleitet wird, er ist der Rechtgeleitete. Und derjenige, der von Allah in die Irre geleitet wird, für den wirst du niemanden finden können, der ihn unterstützt oder ihn recht den Weg weist. Und eine andere Ayah, das ist Surat al-Kahf 17. Eine andere Ayah, Surat Sajda 13. Dort heißt es, wenn wir wollten, hätten wir jede Seele recht geleitet. Allah subhanahu wa ta'ala, um dieses Thema zu verstehen, betrachten wir uns zwei Ayat im Koran. Die eine Ayah lautet sinngemäß, dass der Koran eine Rechtleitung ist für alle Menschen. Und die andere Ayah lautet, das ist Baqarah 185, die andere Ayah am Anfang Surat Al-Baqarah heißt es, der Koran ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen, für die Muttaqin. Wir verstehen aus dieser Ayah, dass der Koran einmal eine Rechtleitung ist für alle Menschen allesamt und gleichzeitig ist er eine Rechtleitung für eine bestimmte Gruppe von Menschen, nämlich die Gottesfürchtigen unter ihnen. Das erste dieser beiden Formen der Rechtleitung, denn es sind zwei verschiedene, denn wir haben hier keinen Widerspruch, ist die allgemeine Rechtleitung. Und das zweite ist eine spezielle Rechtleitung. Mit allgemeiner Rechtleitung meint man, dass jeder Mensch, der den Koran al-Karim liest, versteht, wo es lang geht. Jeder versteht diesen Koran, er versteht daraus, was er zu glauben hat und was er zu tun hat. Und womit der Autor dieses Buches sich zufrieden gibt. Diese Form der Rechtleitung im Sinne der Wegweisung ist eine Rechtleitung, eine Hidayah, die jedem Menschen zugutekommt und von der jeder Mensch erfährt, wenn er diesen edlen Koran in die Hand nimmt und davon liest oder die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam betrachtet. Und dementsprechend sagte Allah im Koran al-Karim in Surat Ar-Ra'd, وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. Das heißt, für jedes Volk gibt es jemanden, der es recht leitet. Und er sagte auch über seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und du leitest wirklich zu einem geraden Weg. Und Allah sagte über das Volk von Thamud, was das Volk von Thamud, wir wissen, Thamud ist ein Volk, das Allah subhanahu wa ta'ala, zu dem Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Salih gesandt hat, und sie haben ihn der Lüge bezichtigt und Allah hat sie vernichtet. Das heißt, sie sind in ihrem Unglauben gestorben. Allah sagt über sie, was das Volk von Thamud angeht, so haben wir es recht geleitet,
aber sie haben die Blindheit der Rechtleitung vorgezogen. Wie kann das sein? Ja, weil es geht hier um die allgemeine Rechtleitung, die Rechtleitung im Sinne der Wegweisung, die haben sie bekommen. Sie haben einen Gesandten bekommen, Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die Rechtleitung, um die es eigentlich geht, die Rechtleitung, die dazu führt, dass du dem Weg des Propheten folgst, diese Rechtleitung des Herzens, was man auf Arabisch Hidayat al-Tawfiq nennt, die Rechtleitung des Gelingens, die Rechtleitung des Erfolges, die haben sie nicht bekommen. Und ein Herr, subhanahu wa ta'ala, behandelt niemanden ungerecht. Nachdem wir nun wissen, dass es zwei Formen der Rechtleitung gibt, stellt sich natürlich die interessante Frage, Allah azza wa jal hat alle Menschen recht geleitet durch diesen edlen Koran. Das heißt, ihnen den Weg gewiesen. Wieso aber werden manche Herzen recht geleitet und andere nicht? Wieso nehmen manche den Islam an und andere nicht? Wieso schafft es der eine zu fasten freiwillig und der andere nicht? Und so weiter und so fort. Diese Frage möchten wir uns stellen und die möchten wir beantworten. Genauso wie es Gründe für die Rechtleitung gibt, und Allah hat sie im Koran Karim klar und deutlich aufgezeigt, gibt es auch Hinderungsgründe dafür, diese Rechtleitung zu bekommen. Deswegen, lieber Bruder, sei vorsichtig. Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Karim erwähnt er folgende 7 Dinge, die, wenn du von ihnen betroffen bist, dann wirst du den Tawfiq, die Rechtleitung deines Herzens, das wirst du nicht bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala in dem Maße, wie du dich in dieser Sünde befindest. Und dazu gehören die folgenden 7 deutlich im Koran Karim. Nummer 1, der Kufr. Nummer 2, die Ungerechtigkeit. Nummer 3, der Fisk, der Frevel. Nummer 4, Khiana, das ist der Betrug. Und Nummer 5, Al-Idlal, dass man andere in die Irre leitet. Und Nummer 6, Al-Kadhib, die Lüge. Und Nummer 7, Al-Israf, die Verschwendung. Al-Kufr, die Ungerechtigkeit, der Frevel, der Betrug, andere in die Irre zu leiten, Lüge und die Verschwendung. Und wenn du willst, kannst du sagen, dass all diese 7 eigentlich letztendlich zurückzuführen sind auf eine einzige, das ist die Ungerechtigkeit. Denn jede Form von Kufr ist nichts anderes als eine Form von Ungerechtigkeit. Dein Herr subhanahu wa ta'ala leitet niemanden zu Unrecht in die Irre. Wenn diese 7 Gründe dafür sind, dass man die Rechtleitung verwehrt bekommt, was ist also der Grund, wodurch man geleitet wird von Allah subhanahu wa ta'ala? Was ist das Geheimnis des Erfolges? Shu'aib alayhi salatu wassalam, der Prophet und Gesandte Allahs zum Volke Madian, hat darauf hingewiesen, als er sagte, وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ. Er sagte, es heißt im Koran, ich will mich nicht in meinem Vorhaben von euch unterscheiden, indem ich das tue, was ich euch verbiete. Ich will nur Besserung, soweit ich kann. Das Gelingen, der Tawfiq, das ist doch, wo es geht, diese Rechtleitung des Herzens, das Gelingen wird mir nur durch Allah allein beschieden. Auf ihn verlasse ich mich und ihm wende ich mich zu. Er sagte, mein Gelingen geht nur durch Allah Azza wa Jal. Und wodurch erhält man dieses Gelingen? Wodurch erhält man diese Rechtleitung? Allah sagte es in der 15. und 16. Ayah klar und deutlich in Surah Al-Ma'idah. Dort heißt es sinngemäß übersetzt, O Leute der Schrift, das heißt Juden und Christen, sie sind zwar angesprochen, aber wir sind in zweiter Instanz natürlich ebenfalls angesprochen. O Leute der Schrift, unser Gesandter ist nunmehr zu euch gekommen, um euch vieles von dem klarzumachen, was ihr von der Schrift verborgen gehalten habt. Denn die Juden und Christen haben in ihren Büchern klar und deutlich geschrieben stehen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu den Menschen entsandt werden wird am Ende der Zeit. Und sie haben das den eigenen Leuten, ihre Gelehrten haben das den eigenen Leuten geheim gehalten bis an den heutigen Tag. Und er verzeiht vieles, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gekommen ist nunmehr zu euch von Allah ein Licht und ein deutliches Buch. Das Licht von Allah azza wa jal ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach einer Interpretation.
Gekommen ist nunmehr zu euch von Allah ein Licht und ein deutliches Buch, mit dem Allah diejenigen recht leitet, wie diejenigen, die seinem Wohlgefallen folgen. Mit dem Allah diejenigen, die seinem Wohlgefallen folgen, die Wege des Heils leitet. Das ist das Geheimnis des Erfolges. Es ist etwas Verborgenes in deinem Herzen, zu dem niemand Zugang hat und auf das niemand sehen kann, außer Allah Azza wa Jal. Nicht einmal ein Engel kann sehen, was in deinem Herzen ist. Liebe Geschwister, aber Allah Azza wa Jal sagte klar und deutlich, sie befolgen das Wohlgefallen Allahs. Das Befolgen ist eine Tat, die man umsetzt mit der Zunge, die man umsetzt mit den eigenen Taten, die man umsetzt, das heißt mit eigenen Extremitäten und die man umsetzt mit dem Herzen. Im Hadith bei Imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, ist überliefert worden, auch wenn die Überlieferungskette daif ist, so heißt es sinngemäß dort, der Schlaue ist derjenige, der mit sich selbst abrechnet und für die Zeit nach seinem Tod arbeitet. Und der Unfähige ist derjenige, wer seine Seele, seine Neigungen folgen lässt und Allah gegenüber Wünsche äußert. Er macht nichts. Er bereitet sich nicht vor. Er macht keine Tauba. Er macht Sünden weiter. Aber er sagt, inshallah, Allah wird mir vergeben. Ich bin einer von vielen. Wer bin ich schon? Warum sollte Allah mich bestrafen? Mein Herz ist sauber. Ich bin doch okay. Und so weiter. Wie willst du, lieber Bruder, liebe Schwester, Allahs Wohlgefallen befolgen, wie es in der Ayah ungefähr heißt, wenn du nicht weißt, erstens, wo sich dein Wohlgefallen befindet und zweitens, wenn du nicht danach fragst und drittens, wenn du nicht handelst und danach strebst? Allah subhanahu wa ta'ala leitet diejenigen, die gläubig sind und die seinem Wohlgefallen folgen, die Wege des Heils. Es sind verschiedene Wege, denn wir haben zwar auf der einen Seite einen geraden Weg, aber es gibt verschiedene Wege, die zu diesem geraden Weg und zu Allah Azza wa Jalla führen. Nämlich der Weg des Betens, der Weg des Fastens, der Weg der Tauba, der Weg der Hajj und so weiter und so fort. Meine lieben Brüder und lieben Schwestern, ich möchte meine Predigt beenden mit einer letzten Erinnerung und bitte Allah Azza wa Jalla, dass er eure Herzen erreicht, dass ihr eure Herzen erreicht und besonders diejenigen Geschwister, die gekommen sind, an diesem Seminar, inshallah ta'ala, teilzunehmen, um das Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu erlernen. Ich ermahne sie und euch und erinnere mich und euch daran, Allahs Wohlgefallen anzustreben durch diese Unterrichte. Und beende mit der Aussage von Imam al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, als er sagte, der Gläubige ist derjenige, der weiß, dass das, was Allah Azza wa Jal gesagt hat, genauso ist, wie er es gesagt hat. Eine ganz einfache Aussage. Der an das glaubt, was Allah gesagt hat, so wie es da steht. Er sagte weiterhin, der Gläubige ist von allen Menschen derjenige, der die besten Taten begeht. Subhanallah al-Azim. Seht ihr, wie er den Glauben verbunden hat mit der rechtschaffenen Tat? Der Gläubige ist derjenige, der von allen Menschen die besten Taten begeht. Und er ist derjenige, der von allen Menschen am meisten Angst hat vor Allah Azza wa Jal. Und nicht derjenige, der sich sicher fühlt, will er damit sagen. Er beschreibt den Gläubigen weiter und sagt, der Gläubige ist derjenige, der, wenn er einen Berg voll spenden würde, einen Berg von Gold und Diamanten spenden würde, würde er sich nicht sicher fühlen, bis er weiß, dass Allah von ihm angenommen hat. Und der Gläubige ist derjenige Mensch, der je rechtschaffener er wird, je rechtschaffener er wird und je frömmiger er wird und je mehr Ibadah er macht für Allah Azza wa Jal, desto mehr Angst hat er vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sagt, ich befürchte, dass ich nicht errettet werden werde. Und der Heuchler im Gegenzug dazu ist derjenige, der sagt, die Menschen sind so viel und mir wird bestimmt vergeben werden. Es gibt so viele Menschen, die von denen Allah gesprochen hat in der Hölle, das sind alle anderen, nur nicht ich. Und mir wird bestimmt vergeben werden. Und ich bin schon in Ordnung, sagt er. Ich bin schon in Ordnung. Und er vergisst zu handeln.
Er vergisst zu handeln und er äußert Allah gegenüber Wünsche. O Allah, ich bitte dich ums Paradies. O Allah, bitte dich um die höchste Stätte im Paradies. Aber was tut er dafür? Er tut dafür nichts oder fast nichts. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu den gläubigen Menschen machen, die in ihrem Herzen nichts anderes haben als die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah azza wa jal unsere Herzen reinigen von jedem Schmutz des Schirk und jedem Schmutz des Kufr und jedem Schmutz der Sünde. Möge Allah unsere Herzen reinigen vor jedem Schmutz der Überheblichkeit. Denn Allah azza wa jal ist dazu imstande und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wa sallallahu wa sallam wa baraka.